Die Zeit für Tests und Training ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Es heißt alles oder nichts hier im Orbit Park, der Heimat des großen Preises von Australien seit 1996 und auch dieses Jahr Austragungsort von Runde 1 der Formel-1-Weltmeisterschaft. Südlich der Innenstadt der australischen Metropole Melbourne liegt in einem Park der Orbit Park Circuit. Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang. Es sind öffentliche Straßen, die natürlich am Rennwochenende für den Verkehr gesperrt werden. Aber eben weil es öffentliche Straßen sind, ist dieser Kurs sehr, wie die Engländer sagen, bumpig. Im Deutschen sagen wir schlicht und ergreifend, es gibt eine Menge Bodenwellen. Rund um einen See erwarten uns 16 Kurven und auch dank der DRS-Zonen vor Kurve 1 und Kurve 3 zwei passable Überholmöglichkeiten. Es ist soweit, die Formel-1-Saison 2020, der Kampf um die Weltmeisterschaft beginnt hier und heute. Mercedes ist auf der Jagd nach dem 7. Titel in Folge und muss sich dafür gegen Ferrari und Red Bull durchsetzen. Williams hatte letztes Jahr Schwierigkeiten, seine Form zu finden. Und bei den Teams mit Renault-Motoren frage ich mich ernsthaft, ob sie es diesmal schaffen, weiter nach vorn zu kommen, vielleicht sogar mal bis aufs Podium. Es gibt also genug Gesprächsstoff für mich und Stefan Römer, der aus dem Winterschlaf erwacht ist und jetzt wieder hier bei mir in der Kommentatorenbox sitzt. Schön, dass ich wieder hier sein darf, Heiko. Ich hoffe, wir sehen heute ein gutes Rennen. Im Moment kann man noch nicht sagen, wie konkurrenzfähig diese Teams im Vergleich zueinander sind, aber hoffen wir mal, dass es spannend bleibt. Wir wollen schließlich sehen, wie diese Fahrer alles geben, bis die karierte Flagge fällt. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Richards, Leclerc, Daniel Ricciardo und Sainz, Albon, Ocon, Vettel und Sergio Perez. Stroll, Norris, Dani Quert und Gasly, Magnussen, Raikkonen, Romain Grosjean und Antonio Giovinazzi, Russell und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So, der Auftakt in Australien und damit herzlich willkommen zurück. Ja, gucken wir mal, was wir heute machen. Ich nehme mir da mal ein bisschen mehr Sprit mit. Regnen wird es heute Gott sei Dank nicht. Und dann gehen wir rein ins erste Rennen. Wir starten vom Platz 3 hinter unserem Teamkollegen und Max Verstappen. Da war mal was chancenlos. Aber mal gucken, ob wir es heute hinkriegen. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. So, können wir einen relativ guten Start holen gegen eben die beiden. Also wichtig ist, wäre Max bei meinem Start zu kassieren. Lewis natürlich wäre auch top, aber das erstmal den Red Bull um zu taktieren. Schauen wir mal, wie es wird. Von den Zeiten her war mal gefühlt chancenlos, was das nach ganz vorne. Aber gucken wir mal. 15 Runden, die wir uns heute auf jeden Fall reinziehen und angucken. Schon mal in der Einführungsrunde dem Red Bull da im Spiel gezeigt hat, dem Motto, du hast doch was hinter dir, du hast doch einen Konkurrenten, der natürlich auch gerne in seinem Jahr mitmischen will. Upsi. So, jetzt wird die Startaufstellung sortiert. So, alle gehen natürlich jetzt erstmal wieder auf ihre Startposition. Es geht gleich los. Das erste von 10 Saisonen. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights.
Ich stehe gerade natürlich das Problem, ich hätte gerne diesen zweiten Platz mitgenommen, weil dann wäre ich nämlich mit da vorne dabei gewesen, bezüglich der ersten Kurve. Ich stehe nämlich genau auf der Außenbahn. So, der Auftakt ist schon mal gelungen. Jetzt können wir schon mal loslegen. Ja, Max ist überholt und wir gehen natürlich loose blockt Max weg. Und wir haben uns den Platz geholt. Los, hier mit einer Woche kassiert. Wichtig ist, dass der Start schon mal gut funktioniert hat. Keine Schäden am Auto, das ist das Wichtigste. Erstmal gut weggekommen. Relativ schnell Max kassiert, der kam überhaupt nicht gut weg. Und dann haben wir Louis geholt. Hat also funktioniert schon mal. Der Auftakt in dem großen Preis von Australien ist schon mal gelungen. Aber jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir das Auto hinter uns. Frage ist, wie schnell kriegen wir den Red Bull abgehängt? Ja, wir sind schlechtweg rausgekommen aus der Kurve da. Gefahren Hamilton. Greift Hamilton an. Ein bisschen Platz lassen muss ich natürlich jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen rangekommen ins Gras, geht aber. Hat funktioniert. Ja, sag ja, der nutzt natürlich, will seine Chance natürlich nutzen. Und ich muss natürlich den aufpassen, dass ich die Suche dramatisch gegangen. Das ist immer der Teamkollege. Und wenn wir den. Wenn der sich wegdreht und so, und wir verlieren da die Punkte. Das wird natürlich jetzt mit der ist natürlich nachher ein bisschen was dramatischer werden. Erste Runde schon mal gut gelungen. Schnellste Sache Runde 1. Hat funktioniert. Also wie gesagt, der Start ist schon mal wichtig. Hier in Melbourne. Aktueller Abstand 0,3 Sekunden. Der Abstand noch zum Platz 3. Das ist Charles Leclerc momentan, der schon mal Ricciardo viel Zeit verloren hat. Jetzt haben wir da einen Fehler eingebaut. Louis ist vorbei. Drückt mich aber ein bisschen aufs Gras jetzt gerade. Das ist so die Problem, wenn wir uns da vorne ein bisschen bekriegen, dass dahinter der Red Bull noch der daneben und sonst scheint. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Check your MFD for a new strategy option. Ja, super gelungen, ey. Meine Güte. Jetzt wohl im. Das ist das Problem, der hat ja Verstappen, er hat Hamilton mir den Weg zugemacht, dass ich nicht anbremsen konnte. Oder ziemlich früh bremsen konnte. Oh, da muss er aufpassen. Jetzt muss ich mich natürlich gegen den Red Bull da hinter mir wehren, den ein bisschen weghalten. Also Louis führt das Rennen an. Den Auftakt in dieses Rennen jetzt gerade nach Beginn der Runde 2, aber der Fehler kam auch von uns tatsächlich. So, ich denke mal, jetzt wird die schnellste Runde sich drehen. Ja. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Jetzt versuche ich den Teamkollegen mal wieder ein bisschen zu jagen. Also Hamilton führt das Rennen an, der Bull sitzt da vor uns. Wichtig ist, dass wir den Red Bull hinter uns haben. Der Sektor 1, Entschuldigung. So, ein bisschen wegkommen jetzt auch von Max. Ich jag natürlich jetzt Lewis Hamilton, dass ich mir die Führung wiederhole. Ich will diesen Auftakt natürlich gewinnen.
Ja, Max ist natürlich wieder dran an uns, aber Thomas, die nächste. Während Lewis hatte jetzt ein bisschen vom Feld sich lösen kann, aber mit dem DRS natürlich wieder eine Chance, wieder ein bisschen ranzukommen. Also die drei vorne lösen uns jetzt gerade so ein bisschen besser, nächster Sektor. Viel eingebaut. Und ein bisschen dran. Ja, das nennt sich wahrscheinlich Dirty Air. Das heißt, wir haben ein bisschen Probleme, gerade dem Auto dazu vor uns direkt im Heck zu folgen. Leclerc kommt überhaupt nicht hinterher. Sainz genauso wenig. Wichtig ist, dass wir aber erstmal ein bisschen die Chance haben, an Lewis ranzukommen. Na, der kommt immer wieder weg. Nächste Westside, zack, wieder gejagt. Jetzt kommt er wieder so ein bisschen weg. Max kommt momentan auch nicht hinterher. Oder versucht zumindest. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Gar keine Chance in den Zweikampf zu kommen oder überhaupt mal ranzukommen an ihn. Jetzt haben wir auch kein DRS, das ist das Problem. Weil natürlich uns Max Verstappen jetzt gleich einmal attackieren könnte. Jetzt könnte er uns angreifen, Max Verstappen, kriege ich ihn einmal kassiert. Einmal kann ich rüberziehen, die kriege ich aber nicht weggeblockt. Das war's. Flüge weg. Das war's. Rennen gelaufen. Einmal habe ich drüber gekriegt. Aber dann hat er sich so reingedrückt in die Lücke. Mann! Weil meine Bremse nicht funktionierte. Ich wollte anbremsen vor der Kurve. Und da haut er mir... Ja, klick ich doch mal, zack. Du bist aus dem Konzept. Ja, das Problem ist, dass ich natürlich jetzt wieder komplett aus dem Konzept bin. Dass Lewis natürlich jetzt genutzt hat, anderthalb Sekunden wegzukommen. Wieder ein Fehler drin. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen, dass ich nicht von Max Verstappen gesnaked werde. Jetzt habe ich ihn neben mir, das ist das Problem. Oh, Verstappen dreht sich. Okay, clear. Verstappen hat sich gedreht. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt mit drin war, weil eigentlich nicht, weil ich habe mir eigentlich außen genug Platz, innen genug Platz gelassen. Fuel is at target plus three. Let's get into ja, also die Führung ist weg. Das ist klar. Wenn Lewis da jetzt gerade noch mal, nicht nachsitzen kann. Also, führender momentan ist ja mitten 4 Sekunden vor uns oder über 4 Sekunden. Dann Charles Leclerc. Verstappen ist jetzt erstmal raus, was das betrifft. Aber ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen.
Also Sainz ist dann der Erste, der jetzt gleich in die Box gehen wird. Ja, das Thema Sieg in Australien mit nur über den Defekt entschieden. Den könnte Lewis das ja mitbekommen, dann war es das mit uns, aber ja, es wird wahrscheinlich nur Platz 2 werden. Und dann momentan auch schon 19 Punkte. Ja, wir haben geführt am Anfang, relativ schnell die Zeiten vorbeigekommen, ein bisschen weggekommen und dann kam man nochmal eine Angefangen mit Hamilton, der dann nochmal sagt, oh, da mache ich mal ganz kurz einen Prozess mit dir, da hole ich dich. Jetzt sind aber die Reifen auch durch. Das ist 2,7 Sekunden. 2,7 Sekunden. So, während Lewis jetzt in der Box ist, das kriegen wir auch hin mit dem Abstand von ca. 5 Sekunden, das war dann... Lewis ist in der Pits. Ja, wir schon raus. Das heißt, wir kriegen beide Autos hintereinander abgefertigt. Oder auch nicht! Was zum Flügelwechsel? Och Leute, ich hab doch nichts gemacht. Das war's. Go, go now. Wir fallen weit zurück hinter dem ganzen Rest des Feldes. Ah, was ein rabenschwarzer Auftakt hier in Australien für uns eigentlich. Das Rennen lief so gut. Und dann kam dieser Flügelwechsel. Vettel ist jetzt hinter uns. Also vor uns jetzt die beiden Renault. Und haben sie immer noch Platz 13. Ich weiß nicht, wie viele jetzt in der Box waren. Das heißt, wir müssen jetzt uns strecken, hier in diesem Rennen nochmal in die Punkte, Richtung Punkte zu kommen. Wir waren im Zweiten durch. Ne? Aber das dauerte und dauerte und dauerte. Damit hat sich das heute erledigt auch. So, während jetzt die Renault da vorne den McLaren attackiert, das ist nämlich Carlos Sainz, oder sich selber attackieren, nämlich die. Ah, da wollten sie nämlich jetzt, kriegst du beide sogar kassiert innen. So, während ihr euch da vorne bekriegt, hole ich mir direkt beide. Ich muss jetzt ein bisschen mich strecken. So, nächstes wäre Carlos Sainz, den haben wir ja. Ah, der hat sich jetzt gelöst. Ricciardo hat sich jetzt von gegen Ocon gelöst. Da ist der erste in der Box. Und die nächste in der Box. Okay, das wird nicht nur Platz 11 werden. Mal gucken, wie weit das nach vorne geht. Mindestens Platz 5. Vielleicht kriegen wir sogar Platz 4 noch rein. Aber mehr wird es wahrscheinlich nicht mit ein bisschen Glück. Albon ist Dritter momentan. Mit seinem Vollhard. Da war die Bremse irgendwie nicht ganz so, wie sie sein soll. Das ist nämlich auch schon passiert eben. Ja, aber wenn ich schnell an Sainz vorbeikomme, kann ich vielleicht sogar einen Podiumplatz, kann ich mir noch einen Platz 3 holen. Aber mehr auch nicht. Sainz wird jetzt auf jeden Fall der nächste sein, den ich jetzt gleich catchen werde. Auf Medium und davor ist dann Alexander Albon. Jetzt erstmal das Duell mit Carlos Sainz, den McLaren, den habe ich kassiert. So, der nächste wird dann Alexander Albon. Der 3,4 Sekunden weg ist und davor steht Charles Leclerc. Also kann sein, dass der Leclerc gerade der lachende Dritte im Bunde sein würde, nach dem Dreher von Max Verstappen und unseren Problemen beim Boxenstopp. Also vielleicht doch noch irgendwie auf dem allerletzten Drücker. Hamilton. Oh, der Sainz ist der Leclerc ist direkt davor, ne? Ja, vielleicht gibt es doch noch eine Doppelmöglichkeit auf dem Doppelsieg. Aber ich gehe jetzt erstmal den Dings abzufangen, den Albon abzufangen. Dann vielleicht in die Richtung noch zu schielen. 6 Runden haben wir noch, also 5 jetzt noch.
Oder ein Safety Car. Das wäre natürlich auch noch was möglich. Dann wäre möglich, da wäre alles noch drin. Aber wichtig ist erstmal ranzukommen. Erstmal an Albon sich ranzufighten. Vielleicht doch noch einen zweiten Red Bull. Oder den Red Bull noch vom Podium zu stoßen und den zweiten Mercedes drauf zu hieven. Also Platz 4 wäre natürlich ein absoluter Worst Case. Bestzeit, Sektor 1. Natürlich sind wir jetzt gerade schön zu Auto unterwegs. Wir jagen und jagen und jagen und jagen. Ricciardo kommt nicht hinterher. 5 Runden noch. Vor Safety Car. Und auf einmal ist wieder alles möglich. Und auf einmal ist wieder alles möglich, was in Richtung Sieg betrifft. Weil der Abstand wird jetzt definitiv kleiner werden. Vielleicht können wir hier in Australien doch noch was nach Hause fahren. Also, Safety Car auf jeden Fall mal einholen, das ist ganz klar. Hamilton führt das Rennen an. Vor Leclerc und Alexander Albon. Und dann wir. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Na, der Abstand ist nicht groß genug. Wäre über 15 Sekunden gewesen, wäre ich jetzt in die Box auf Rot gegangen, um nochmal was pushen zu können. Wenn Lewis das Ding gewinnt, hat er auch definitiv auch verdient gewonnen. Hat es gut gemacht mit dem Dings, mit dem Boxenstopp. Aber vielleicht können wir nochmal was helfen. Da steht Giovinazzis Auto, der jetzt hier ausgeschieden ist. 19 Autos sind noch im Rennen, der erste Ausfall. Ein Ferrari-Motor, der da hochgegangen ist. Aber das ist nicht unser Thema. Vier Runden. Ah, vielleicht. So, Safety Car hat sich jetzt erstmal Lewis schon geschnappt. Und davor ist dann der ist von Charles Leclerc, den ich eigentlich null damit gerechnet hatte, dass der noch mit reingeht. Gut, wir sind raus. Und Verstappen ist raus aus der Boxenstrategie. Wo hängt denn Verstappen überhaupt? Ist der überhaupt irgendwo Richtung Punkte da hinten? Irgendwo hinter dem rosa Fleck da. Nach seinem Dreher. Natürlich, ich spare mir natürlich jetzt Sprit, weil ich will nochmal im letzten Abschnitt nochmal richtig pushen. Ich will nochmal. Vielleicht hat man die Chance nochmal was zu machen, wenn der Hamilton uns ein bisschen hilft, an den beiden vorne vorbeizugehen. Albon wird wahrscheinlich nicht so eine harte Nuss wie Verstappen werden, aber gut, der hat hart, ne? Der sollte langsamer eigentlich sein. 4 Runden noch. Die Frage ist, geht das Safety Car nächste Runde rein? Ja gut, der Boxenstopp, ne? Der Flügelwechsel, der hat uns ein bisschen geholfen. Dann konnten wir relativ zügig an den Renault vorbeikommen. Und dann Sainz. Also 3 Plätze habe ich ja dann wieder gut gemacht. Eigentlich waren wir hinter Sainz zurückgefallen. Wir wären momentan nur auf 6 gewesen. Bestzeit haben wir momentan auch los. Sie hätte, glaube ich, Lewis Hamilton gerade, weil wir schon eingebremst wurden. Ich warte nämlich auf der Jagd nach der nächsten Bestzeit. Ich glaube momentan, dass Lewis die Bestzeit hat. Aber jetzt geht es erstmal nicht darum, ja, mal gucken, was noch möglich ist. Ne? Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es. 3 Runden noch. Mein Ziel ist es, aufs Podium zu kommen. Irgendwo tatsächlich noch Platz 2 zu holen. Und wieder auf die, zumindest fürs Team, was die wichtigen 44 WM-Punkte zuzumachen. Einen wichtigen Auftakt zu holen. Und dazu müssen wir an Albon und Leclerc noch vorbei. Albon versuche ich mir beim Restart zu kassieren. Eigentlich müsste das Safety Car jetzt reinkommen. Der Albon muss ich beim Restart kriegen. Das ist, der hat hart drauf. Der wird Vettel raus, der nächste. Also wieder ein Auto. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car. So, ich gehe schon mal auf voll fett, damit ich rein kann. Damit ich rankomme an den Restart nicht verpennen. Das ist das Wichtigste. Wenn du jetzt ein bisschen Restart verpennst, dann hat sich das Thema nämlich erledigt.
Was ist noch möglich? 3, 2, 1. Raus. Jetzt. Komm, nimm grün, nimm grün. Jetzt. Wir waren schon daneben im... Neben Alexander Albon, den hole ich mir natürlich jetzt erstmal. Den muss ich noch relativ zügig holen, um die Chance zu haben, aufs Podium zu fahren. Den ersten. So, erste Auto schon mal kassiert. Wichtig ist erstmal, dass ich ein Auto, was hart bereift ist, hinter mir habe, dass der weg ist. So, den nächsten werde ich mir jetzt versuchen, Leclerc. Der Ferrari kann doch nicht so schnell sein auf der Brust. Gut, Leclerc ist kein schlechter, definitiv nicht. Aber der Ferrari sollte dem Mercedes eigentlich keine Paroli bieten können. Hamilton zieht wieder weg, ein bisschen vorne. So, hab ihn schon. Sorry, aber die Kollision kam nicht von mir. Der Schlag kam von Charles Leclerc. Hamilton ist natürlich vorne erstmal weg, aber wie ist, dass ich jetzt auf 2 bin? Dass ich nach diesem verkorksten Boxenstopp wieder ein bisschen wieder mit dabei bin in der Geschichte. Richtung Sieg wird nichts mehr gehen, das ist ganz klar. Hamilton Bestzeit. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Oh, wieder ein dicker Quersteher. Wir müssen aufpassen. Lädt noch eine 3-Sekunden-Strafe, dann ist dieser zweite Platz weg. Also erster wird wenn man nicht mehr, sollte Lewis nicht ausfallen. Wenn der natürlich jetzt auch ausfällt, dann haben wir natürlich das Ding hier noch, können wir das Ding hier noch gewinnen. Aber ich sag ja, den Albon, den muss ich kassieren relativ schnell. Das war, ich war ja schon beim Safety Car bei Mühlstag daneben. Es geht jetzt rein erstmal nur um den... um die Möglichkeit, diesen zweiten Platz zuzumachen. So, wir gehen jetzt gleich in unsere letzte Runde. Das Wichtige ist, es das Auto zu halten, den Abstand größer zu machen. Fast eine Sekunde jetzt. Richtung... Der ist. Aber richtig. Ja, Lewis wird nicht zu holen sein. Der hat mich jetzt schon wieder 3 Sekunden weg. So, Charles Leclerc, der versucht natürlich jetzt in der letzten Runde nochmal anzugreifen mit dem, mit der Hilfe. So, ich habe natürlich jetzt nochmal die Möglichkeit, dass ich ein bisschen Luft holen kann. Angriff, Charles Leclerc. Es geht jetzt rein irgendwie gerade nur ums Verteidigen. Diesen zweiten Platz. Charles Leclerc, der wird immer hochgedrückt haben, der wird immer pushen. Gewinnen werden wir das Rennen nicht, das ist ganz klar. Sollte da nicht, sei denn natürlich der mit dieser Trichter und Defekt, aber das hoffe ich natürlich irgendwo nicht, weil das wären wieder wichtige Punkte. Das sind nämlich 26 Punkte, die dann flöten gingen. Aber erstmal ein Doppelsieg hier zum Auftakt in Australien, das wäre jetzt ganz, ganz wichtig. Bloß jetzt nicht irgendwie noch eine Zeitstrafe holen, weil wenn ich jetzt immer rausrutsche, 3 Sekunden bekomme, dann ist das Thema nämlich gegessen und fallen wir durch dieses hinter den Mercedes wahrscheinlich sogar noch zurück. Aber das wird nicht passieren. Hoffentlich nicht. Vorletzte Kurve, Entschuldigung. Hamilton gewinnt auf jeden Fall den Auftakt hier in Australien. Das hat er auch sehr, sehr verdient gemacht. Das war heute einfach nicht zu schlagen. Am Anfang ja, aber nicht beim Restart. So, das war's. Zweiter Platz ist es immerhin noch geworden. Top job, my friend, top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you've pulled through. Thank you. Fahrer des Tages, Dani Kwiat. Ein Auto konnten wir überholen, das war Max Verstappen, der dann sich auch mal weggedreht hat. Und so haben wir zumindest mal eine gute Aufgabe. Ein weiterer grandioser großer Preis von Australien ist vorüber und der Sieg war heute eindeutig verdient.
Ja, verdammt, ey. Schade. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Ah, gut aber gemacht. Er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Haben wir 18 Punkte zum Auftakt. Hey, Podium. Mein Gott, alles gut. Es ist halt so, es hat so funktioniert. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Lewis Hamilton übernimmt die Führung in der Fahrerwertung. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist es Lewis Hamilton. Okay. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Das widerspricht zwar der offiziellen Entscheidung, aber ich finde, beide waren heute in absoluter Topform. Und meine Wahl hat sich die Anerkennung verdient. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, es ist nur Platz 2 geworden, aber nachdem der ersten Runde, hatten wir uns schon Böll bekommen, hat man Verstappen und Hamilton gekriegt, aber danach konnte der Weltmeister zurückschlagen und somit war es, wir haben ja eigentlich sogar chancenlos auf den Sieg. Aber ich bin Platz 2, ist in Ordnung. Es ist das geschafft, was wir wollten. Ihr Team hat heute die beiden vordersten Plätze belegt. Kann man sagen, dass Sie als Fahrergespann einfach ein Gewinnerteam sind? So. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. So, machen wir es so. Ihr Teamkollege hat sich den ersten Platz geholt. Macht Sie das froh oder eher neidisch? Wie fühlt es sich an, seinen Teamkollegen da oben auf dem Treppchen zu sehen? Klasse, das war dann alles. Ja. Ja, dann haben wir die Aufgabe zumindest mal gelöst. Gut, dann haben wir das auch erledigt und ja, der zweite Platz ist es dann geworden in Australien. Nächste Woche heißt dann Bahrain und das sehen wir uns in der nächsten Folge an.